Du willst dein Spülbecken alleine einbauen, dann bist du hier bei diesem Video genau richtig. Ich zeige dir eine Art, wie du dein Spülbecken unter die Arbeitsplatte einbauen kannst. Quasi, du lässt es ein. In dem Fall ist es hier eine Holzplatte, wo wir das Ganze machen. Und das zeige ich dir in diesem Video Schritt für Schritt. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Projekt, ganz einfach, warum, weshalb ich das Ganze mache. Ich mag diesen Schmutz oder diese Schmutzkante oben am Spülbecken in der Küche nicht, denn mit der Zeit sammeln sich da wirklich Schmutz oder Dreck oder es ist eine richtig schöne Schmutzkante. Und wenn du das Spülbecken einlässt, quasi von unten verklebst, das geht in den meisten Fällen nur bei Holzarbeitsplatten oder bei Steinplatten. Und Steinplatten können wir natürlich jetzt nicht selber bearbeiten, also wird es wahrscheinlich bei den meisten eine Holzarbeitsplatte sein. Und da möchte ich dir zeigen, wie du da vorgehst und wie du das Ganze zum Abschluss bringst, wie es bei mir hier in der Teeküche. Viel Spaß. Und zwar habe ich jetzt hier schon meine Arbeitsplatte. Da habe ich jetzt ein Gaskochfeld ausgesägt oder ausgeschnitten. Wenn du wissen willst, wie man das Ganze anschließt, findest du unten in der Videobeschreibung. So, ich habe mich für ein schwarz-mattes entschieden. Das sieht so aus. Ja, ist nicht wirklich matt, ist so ein bisschen glänzend, ist aber auf jeden Fall richtig, richtig cool. Gab es auch nochmal in so klein, falls du das Ganze in deinen Campingwagen oder so einbauen möchtest. Mein Spruch ist immer, messt bitte, bevor ihr loslegt mit den Zusägen, messt bitte 20 Mal nach, bevor ihr irgendwas absägt oder zusägt. Denn es ist schon sehr, sehr oft passiert, dass man sich das Spülbecken hingelegt hat, den Rand angezeichnet hat, hier gesägt hat und dann ist das Spülbecken durchgefallen. Also macht das mit viel, viel Konzentration. So, es gibt hier auch tolle Schablonen, die mit dabei sind. Hier wird alles nochmal ganz genau beschrieben, aber du hast ja natürlich jetzt dieses Video und wir wollen das Ganze jetzt flächenbündig machen. Und deswegen, upsala, Schablone schon kaputt, trennen wir das Ganze mal fix jetzt hier raus. So, jetzt machen wir uns mal hier einen Strich. Übrigens, die Platte ist noch unbehandelt. Darüber gibt es dann auch ein Video, wie du die Platte ölen kannst, schleifen kannst. Unten in der Videobeschreibung findest du dann dementsprechend ein passendes Video. So könnte das Ganze aussehen. Und ich würde mal sagen, wir fixieren uns die Schablone jetzt mit Tesa. Wie gesagt, das ist noch nicht das endgültige Maß. Es geht jetzt nur um den Ausschnitt, den wir jetzt gleich tätigen werden. So, und jetzt nehmen wir uns ein Lineal oder hier, wie ich jetzt hier von der Format- oder Tischkreissäge die Führungsschiene und wir zeichnen uns jetzt von dem Rand jetzt hier ungefähr, ich nehme jetzt mal einen Zentimeter, ihr könnt auch 5 nehmen, aber umso mehr, umso besser. Weil wir so ein bisschen Überstand brauchen später, um das Ganze dann wegzufräsen. Das Ganze kannst du aussägen mit einer Stichsäge, werden wahrscheinlich viele von euch haben, oder einfach beim Nachbar sich leihen. Wichtig ist natürlich hier, dass du das passende Sägeblatt nimmst. Bitte ein Holzsägeblatt, feine Zähne. Wenn du eine dickere Arbeitsplatte hast, beispielsweise 50 oder 30 mm Massivholz, dann nimm bitte ein Blatt, was ein bisschen gröber ist. Ich kann dir aber empfehlen, besorg dir da schon eine Plattensäge bzw. eine Tauchkreissäge, wie ich jetzt habe. Damit kannst du wirklich sehr, sehr gute Arbeiten erzielen. Und ich werde das Ganze nämlich jetzt mal fix aussägen. Das Sägeblatt ist ja rund und dementsprechend, wir wollen ja jetzt nicht hier rüber schneiden. Ne? Deswegen musst du halt dementsprechend das letzte Stück mit der Feinschnittbandsäge aussägen. So, zack, eins. Zwei, erste Ecke. Und damit das Ganze jetzt nicht runterfällt und irgendwie ein Stück Holz rausbricht, denn das hier ist wirklich ja, sehr, sehr gefährlich, dass das hier bricht, nehmen wir einfach ein Stück Abfallholz, so, schrauben natürlich in den Stück, was jetzt Abfall ist, und dann kannst du das Ganze so herausnehmen und es ist wirklich nichts zu Bruch gegangen, es ist alles heil. Das ist ein kleiner Trick, den kannte ich auch noch nicht, den habe ich mir von Stefan von Wolfkraft, der hat mir den gezeigt gehabt. Ja, clever, ne? So, jetzt setzen wir die Spülbecken hier so drunter und jetzt müsste es so sein, dass es nämlich nicht passt. Yeah, passt nämlich nicht. Super. Im nächsten Schritt drehen wir die Platte einmal um, legen unser Becken drauf und dann könnt ihr eigentlich mit der Hand schon fühlen, ah, da ist ein kleiner Überstand.
richtet das Ganze mit dem Zollstock aus und macht das wirklich ganz genau, denn so bleibt das Ganze dann. Und dann gibt es hier solche Haltekrallen und damit schrauben wir quasi das Spülbecken von unten fest. Und um das Ganze zu fräsen, brauchst du einmal eine Kantenfräse oder eine Oberfräse. In dem Fall ist es hier so ein kleines Teil, das ist ein Handkantentrimmer oder eine kleine Oberfräse für die Hand. Gibt es auch ein Video zu. Habe ich einmal Bosch Grün und Bosch Blau verglichen. Blende ich sie mir hier oben im Bild ein. Oder du kaufst dir eine ganz normale Oberfräse. Findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann brauchst du dementsprechend nochmal ein Fräserset beziehungsweise einen besonderen Fräser. Aber es gibt es hier ein Set von Bosch. Habe ich damals noch geschossen vor der Wirtschaftskrise für 50 Euro. Kostet mittlerweile, glaube ich, um die 100 Euro. Ist nicht verkehrt. Und da hast du wirklich alle gängigsten Fräserarten drin. Wir brauchen jetzt einen Anlauffräser beziehungsweise einen Fräser, einen Bündigfräser mit Anlaufring. Und das, was ich gerade getan habe, macht man natürlich nicht. Immer Akku rausziehen. Dieser Fräser hier, das siehst du, damit kannst du gewiss was abnehmen. Dann nimmst du so viel Material weg, wie der Anlaufring hier oder das Kugellager das Ganze zulässt. So, das heißt, setzt das hier gegen, guckst, ob das passt. Jawohl, dann können wir auch loslegen. Bitte klebt das drinnen ab, denn der Fräser, der Bündigfräser, also der ist ja ziemlich bündig mit den Anlaufringen, der kann sein, dass er so ein bisschen schabt und wir wollen ja nicht, dass unser schönes Spülbecken kaputt geht. Gehörschutz auf und dann gib ihn. Staubige Angelegenheit ohne Absauganlage. Ist aber eigentlich sehr, sehr schick geworden, bis auf ein, zwei kleine Brandspuren. Da war ich ein bisschen zu langsam, aber ich muss sagen, gefällt mir ganz gut. Und was ihr gemerkt habt natürlich, ich bin jetzt hier ein, zwei Mal rübergegangen, also habe versucht, das Material abzunehmen, weil auf einmal hat er das nicht geschafft. Das heißt, ihr könnt ruhig noch weniger Material stehen lassen. Die Arbeitsplatte haben wir natürlich nochmal versiegelt oder geölt und zwar mit einem speziellen Set von Hilgercare. Das ist speziell ausgelegt für Arbeitsplatten und das Besondere darin, dass es 100% Bio, also quasi lebensmittelecht. Ihr könntet das quasi verzehren, dieses Öl, aber das soll natürlich dazu nicht dienen, sondern wir wollen unsere Holzarbeitsplatte damit ölen. Das haben wir gemacht, mehrmals damit behandelt, zwischengeschliffen, wieder geölt, bis das Ergebnis dann so aussah. Und ich werde dir unten in der Videobeschreibung mal einen Link hinzupacken vom Hersteller sowie auch einen Rabattcode von mir. Im Anschluss können wir auch unser Spülbecken mit der Tischarbeitsplatte verkleben. Wichtig ist natürlich, dass ihr vorweg, also bevor ihr das Ganze ölt, wirklich alle Kanten schön schleift. Denn nachhinein schleifen ist sehr, sehr schwierig, denn ansonsten würden wir das Spülbecken zerkratzen oder beschädigen. Das Verkleben ist ganz einfach. Dafür verwenden wir einen Montagekleber, dass wir einfach auf diese Fläche von der Spüle auftragen. Versucht bitte, das Ganze mittig aufzutragen, damit nicht so viel Kleber herausquillt. Denn das ist nachher ja umso schwieriger wieder zu entfernen. Setzt das Spülbecken drauf und dann fixiert ihr das Ganze bitte mit Klemmzwingen. Ordentlich Druck aufgeben. Ihr könnt natürlich auch alternativ Schraubzwingen verwenden. Aber Schraubzwingen, da ist das Thema so, dass es durchaus sein kann, dass sich das Becken so ein bisschen nach links und nach rechts drückt, weil ihr per Schraubumdrehung den Druck aufgibt. Und bei Klemmzwingen gibt ihr das Ganze wirklich punktuell auf. Die Arbeitsplatte mit dem Spülbecken haben wir jetzt mit dem Tisch oder Küchentisch unter Schrank verschraubt. Und wir können jetzt loslegen und das Zubehör, den Abfluss, den Überabfluss oder das Überlaufventil zu installieren. Das ist eigentlich bei jedem guten Hersteller, ist das Ganze beschriftet und angezeichnet, wie ihr das Ganze machen sollt. Und das Ganze befindet sich jetzt hier beispielsweise in dieser Tüte und das werde ich jetzt mal machen. Allerdings im Schnelldurchlauf, denn es ist wirklich ganz, ganz einfach. Das Spülbecken ist es drin, der Abfluss auch. Und ja, das Ganze funktioniert. Wir haben gerade schon einmal Wasser reingekippt. Und es war wirklich alles dabei. Ich kenne das noch von früher. Da hat eine Dichtung gefehlt, eine Verlängerung und so weiter und so fort. Aber das Ganze hat sich wirklich sehr, sehr gut verbessert, sodass ich gar nichts kaufen musste mehr. Das war jetzt der Einbau von der Spüle. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du wissen möchtest jetzt, wie ich beispielsweise die Armatur anbringe oder einen Durchlauferhitzer oder wie ich im Hintergrund beispielsweise dieses Gaskochfeld eingebaut habe, dann check doch mal bitte die Videobeschreibung. Dort findest du diese Videos verlinkt, sowie auch
dieses Spülbecken und die ganzen Materialien, die ich hierfür verwendet habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbauen und vielleicht bis zum nächsten Video.